Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann hat bei der Tour de Romandie in der Schweiz weiter eine Spitzenplatzierung im Visier. Der 26-Jährige vom Team Bora Hansgrohe belegte auf der dritten Etappe am Freitag mit 3 Sekunden Rückstand auf Sieger David Gaudu, Groupama FDJ, den 7. Rang und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Platz 10. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Leipzig verspielt Sieg in Mainz. Fußball, Bundesliga entscheidend. Joker das Titelrennen. Int Fußball, Premier League. Bayern Flop. Holberg blüht auf. Fußball 2. Bundesliga. Kurioser Protest von Paulus Kala. Fußball, Bundesliga. Wie geht es mit Kovac weiter? Die Führung behauptete der slowenische Vorjahressieger Primož Roglič, Jumbo Visma, der am Freitag nach 160 Kilometern mit anspruchsvollem Bergauffinale in Romont zeitgleich mit Gaudu als Dritter ins Ziel kam. Für den letzten beiden Etappen führt Roglič mit 6 Sekunden Vorsprung auf Gaudu, für Buchmann ist bei 29 Sekunden Rückstand auf Roglič noch einiges möglich. Am Samstag steht in der Nähe des Genfersees zwischen Luzenz und Torgon 176 Kilometer die anspruchsvollste Etappe an, auf der 3 Anstiege der ersten Kategorie, darunter die Bergankunft auf 1163 Meter Höhe, zu bewältigen sind. Das Vorbereitungsrennen auf den Giro d'Italia 11. Mai bis 2. Juni endet am Sonntag mit einem Zeitfahren in Genf. Let's block it's why.